München sehen und erleben. Ihre Spezialisten der Augenklinik Theresienhöhe wünschen gute Unterhaltung. Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Nächste Woche geht die Wiesn los. Ja, ich weiß, sie geht eigentlich erst übernächste Woche los, aber bei München TV geht sie halt schon nächste Woche los. Und zwar ab Sonntag, jeden Tag berichten wir vom Oktoberfest. Und was würde da besser passen als ein Thema, was auch auf der Wiesn spielt? Den Schichtl, den kennen Sie. Das ist ein ganz altes Traditionsgeschäft auf dem Oktoberfest. Viele Generationen haben sich da schon den Kopf amputieren lassen. Und das ist eben immer auch an der Figur hängt es sehr, die dort die Menschen animiert, zum Schichtl hineinzukommen und sich das Spektakel anzuschauen. Und über dieses Thema hat Klaus Bichelmeier einen Film gemacht, Der Schichtl. Ich begrüße Klaus Bichelmeier ganz herzlich. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Und ich begrüße den aktuellen Schichtl, nämlich den Manfred Schauer. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Dankeschön. Liebe Zuschauer, damit wir mal einen Eindruck kriegen, über was wir uns hier unterhalten, schauen wir uns den ersten Beitrag an. Die Stadt München und sein pochendes Herz, der Viktualienmarkt. Eine historische Zeitreise von der Gründung bis heute. Ich gehe an Viktualienmarkt, weil da triffst die ganze Welt. So haben sie München noch nie gesehen. Und zusätzlich als Kinopremiere. Auf geht's beim Schichtl. Die historische Geschichte eines Münchner Originals. Angefangen 1683, Schichtls Gockeltheater, bis 2014. Auf geht's beim Schichtl! Eine sensationelle Zeitreise im Kino. Also am 19. Oktober kann man es im Kino sich anschauen. Hier heute werden Sie die einen oder anderen Clips aus diesem Film schon mal sehen und in den Film hineinschnuppern können. Herr Bichelmeier, warum ein Film über den Schichtl? Der Schichtl ist ja eigentlich der Original-Schichtl, Michael August Schichtl, ist ja eigentlich ein fast vergessenes Münchner Original. Ich möchte hier Karl Valentin zitieren, der am Ende seines Lebens gesagt hat, die Indianer haben mich mehr geliebt als meine Münchner. Ja, Karl Valentin wurde damals gar nicht erkannt. Erst jetzt ist er sozusagen als Münchner Legende wieder lebendig geworden. Und genauso ist eigentlich mit dem Michael August Schichtl. Der ist ja vor über 100 Jahren gestorben, aber er hat das Schaustellergewerbe auf der Wiesn so geprägt wie kein anderer, so erfolgreich wie kein anderer. Und was eigentlich das Besondere ist, der Schichtl lebt noch weiter durch den Manfred Schauer. Und das war eigentlich für mich Anlass, ein Münchner Original aus der Vergessenheit zurückzuholen, weil er hat eine tolle, lustige und auch, muss ich sagen, eine dramatische Geschichte hinter sich. Manfred Schauer, der aktuelle Schichtl. Inwieweit haben Sie den Urschichtl studiert? Inwieweit ist der Urschichtl ab der übernächsten Woche dann auf dem Oktoberfest zu sehen? Im Prinzip nur visualisiert, links und rechts vom Zelt. Links ist der Michael August Schichtl und rechts der Johann Eichelsdörfer. Das sind diese zwei Pappmaché-Figuren, die ich übernommen habe von der Franziska Eichelsdörfer, die eine indirekte Nachfolgerin von Michael August Schichtl ist, also von dessen Ziehsohn Johann Eichelsdörfer, dann die zugeheiratete Frau, die an den Schichtl dann per Erbschaft bekommen und an mich 1985 verkauft hat. Der Michael August Schichtl, der ist mir nur jetzt auch im Nachhinein, nachdem ich bereits Inhaber und Betreiber von dem Theater war, ist mir der geläufig bzw. bekannt geworden. Ich habe den Schichtl gekauft,
Ich kam aus der Großmarkthalle und das gerne. Und das war meine wirtschaftliche und auch soziale Umgebung, meine Herkunft. Und habe den Schichtel gekauft aus Liebe zur Tradition und ein Stück Oktoberfest. Und ich kann es Ihnen heute nicht mehr sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, heute, vor 29 Jahren, hätten Sie mir den Schichtel wieder für 10 Mark abkaufen können. Weil ich war nie davor, ich war nie drin und habe intuitiv gesagt, da kannst du was für die Münchner Tradition tun. Und dann habe ich es gehabt und dann habe ich nicht gewusst, wie es geht. Herr Bichelmeier, Sie haben das ja nun schon intensiv studiert, auch den ersten Schichtel. Wenn Sie da eine Parallele ziehen sollten zu dem aktuellen, zu dem Manfred Schauer, inwieweit ist das Original in ihm vertreten? Also das erste Original war 1683 mit seinem Gockeltheater, wie man heute sagt, on tour. Ja, ich kann natürlich heute keinen Vergleich ziehen zum Manfred Schauer. Aber so ein Theater kann man nur am Leben erhalten, wenn man auch so ein Urfisch ist, so ein Münchner Urfisch. Und ich glaube, wie die Eichelsdörferin ihre Schichtelbude an den Manfred Schauer verkauft hat, hat sie gar nicht gewusst, was sie für einen guten Griff macht. Sonst wäre ja der Schichtel nicht mehr da. Und ich glaube, es viele Leute kommen auf die Wiesen, nur um einen Schichtel zu sehen, weil das sind Münchner, die wollen ihre Tradition. Wir haben es ja jetzt schwer in München. Die Münchner Kultur muss man ja wirklich mit Gewalt hochhalten. Und der Manfred Schauer ist der Mann mit seiner Münchner Goschen, der konnte es, ja, und das gefällt die Leute. Und dadurch ist es auch gelungen, sozusagen den legendären Michael August Schichtel wieder aufleben zu lassen und hoffentlich lang zu erhalten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommt einer aus Norddeutschland und hört jetzt, da gibt es einen Film über den Schichtel und Sie sind der Regisseur. Erklären Sie dem doch mal, was der Schichtel überhaupt ist. Wie würden Sie es machen, in wenigen Worten? Ja, okay, gut. Ich würde das so erklären, dass es mehrere Münchner Originale gibt. Und es gab also ein Original, das also bis ungefähr grob über 1900, ja, der eigentlich in der Geschichte fest verankert ist, ja, aber vergessen worden ist. Und das kann man eigentlich nur wieder aufleben lassen, weil es ist eine hochinteressante Geschichte, wenn man das filmisch darstellt. Und wenn man das filmisch darstellt, dann muss man ein Herz haben für den Schichtel. Und ich als Urmönchner habe das natürlich unterstützt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, den Schichtel im Film wieder lebendig werden zu lassen. Und das war meine Aufgabe. Und alle, die den bisher gesehen haben, haben nur die Leute ja bloß heimlich gesehen, haben alle gesagt, ja, Bichelmeier, das ist da gelungen. Beim Schichtel ist es ja so, dass Sie vor Ihrem Theater stehen und die Leute dazu animieren, in das Theater reinzugehen. Was ist denn wichtiger, der Mann davor, der die Leute animiert, reinzugehen, oder die Aktion im Theater? Das ist gleichwertig. Natürlich verspreche ich ein bisschen mehr, als wir halten, oder ich verspreche auch weniger. Aber allein ist keiner was beim Schichtel. Wir sind 11 Leute. Und dieses Gesamtkonstrukt macht das Schichteltheater aus. Und das, was mir wirklich gelingt, nicht nur das Programm stabil zu halten, was auch keine leichte Aufgabe ist, andererseits musst du was Neues bringen, die Leute wollen ja was Neues sehen, wenn sie uns öfters besuchen, ist es die Kombination, die Sozialität der Menschen zu finden, die soziale Komponente, weil wenn wir 10, 11 Leute 12 Stunden am Tag eng zusammenleben, dann ist es wichtig, dass da die Symbiose mit uns stimmt, dass die Chemie mit den Leuten stimmt. Und den Spaß, den wir haben, den transportieren wir vors Zelt und den erleben die Leute im Zelt. Und das macht es aus, dass man den Schichtel, glaube ich, als handgemachte Gaudi beschreiben kann, weil wir mit Leib, Herz und Seele dabei sind. Und da schauen wir uns noch mal einen Clip aus dem Film an. Auf geht's beim Schichtel! Kaffeebrot. Woanders, da wird's sowieso beschissen. Aber bei mir ist der Schwindel reell. Ich
sehr die mein Etablissement. Es wird nämlich von mir eine lebendige Person enthauptet. Immer herein, ihr gescherten Hammin! Wer denkt da nicht an nostalgisches Theater des 18. und 19. Jahrhunderts? Ein Varieté, das mehrere Generationen überlebt hat. Der Schichtl. Eine Institution auf dem Münchner Oktoberfest. Seit weit über 100 Jahren ist das Theater der Anziehungsplatz auf der Wiesn. Das ist ein stolzes Alter. Kein anderes Geschäft auf der Wiesn konnte sich so lange behaupten. Dagmar Noack Schichtl. Sie ist die Ururenkelin des Münchner Schaustellers Michael August Schichtl. Mein Ururgroßvater war der Michael August Schichtl. Er war mit einer der ersten Schausteller auf der Wiesn, der mit seinem Zaubertheater die Münchner zum Lachen und Staunen gebracht hat. Und dessen Theater auch heute noch auf der Wiesn ist. Neben Schichtl gab es viele Attraktionen. Alle sind sie verschwunden. Geblieben sind die Erinnerungen aus jener Zeit. Kolossus, der schwerste Mensch aller Zeiten. 614 Pfund Masse. Der größte Mensch auf dieser Welt. Der nordische Riese Olaf. Kein Bett ist lang genug. Von Kopf bis Fuß, 3 Meter. Das kleinste Ehepaar der Welt, 1,5 Meter. Wolgi und Louise Marquise, die Sensation aus Frankreich. Die Frau ohne Kopf, ein medizinisches Wunder, Leben auf der Bühne. Von all diesen nostalgischen Attraktionen betritt keine mehr die Bühnenbretter. Nur einer hat nahezu 150 Jahre überstanden. Der Schichtl hat diese Nostalgie überlebt. Bis heute ist seine Bühne unverändert. Er prägte das Schaugewerbe wie kein anderer. Artistische Darbietungen, Illusionskunst, Schmetterlingstanz, die dicke Miss Piggy und weitere Kunstfiguren. Auf der Wiesn immer noch der Anziehungspunkt. Schichtl, Schierbo! Jawohl! Der Manfred Schauer ist der ideale Nachfolger, um das nostalgische Münchner Theater weiterzuführen. Und ich freue mich, dass diese alte Unterhaltungskunst weiterlebt. Ja, das ist schon erstaunlich, Manfred Schauer, wie Sie da über die Bühne toben und dann auch, also so wie ich das erlebt habe, 5 bis 8 Minuten da die Leute animieren. Wenn Sie jetzt sich das überlegen, dass es schon weit über 100 Jahre existiert und wir aber heute in dem digitalen Zeitalter sind, wo gerade die jungen Menschen also an ihren Laptops und Playstations spielen. Wie erklären Sie sich, dass das trotzdem noch funktioniert jedes Jahr auf dem Oktoberfest? Ich weiß es nicht. Also es ist so, weil Sie das so, diese Technisierung der Menschen gerade besprochen haben, allgemein, der Erfolgsfeste liegt auch darin, die Leute, die kommunizieren nicht mehr so richtig. Also auch heute haben die Kinder schon am Tisch, da schauen nur noch da rein und die Erwachsenen sind nur noch online. Da menschelt es noch. Das ist der Gesamterfolg der Erfolgsfeste. Man redet wieder, es wird wieder sich unterhalten und angeschaut dabei. Und wir beim Schichtl, wir sind anzuschauen. Wir schauen aber auch die Leute an. Und das ist wirklich das Glück, so eine Mannschaft wie der Ringo, der seit der ersten Vorstellung 1985 dabei ist. Ringo, der Schreckliche, Ringo Pretorius heißt er auch noch. Ich kann es nicht erklären, es ist Faszination. Und was wir von den Leuten bekommen, schauen Sie, jetzt bauen wir auf. Jetzt wird gehämmert, gezimmert, kalkuliert, berechnet, Verträge gemacht. Und das Ganze wird dann abgebaut. Aber 16 Tage sind wir nur fürs Publikum da, da interessiert dich nichts anderes.
Ja, es ist erstaunlich, was Sie da auch für eine körperliche Leistung bringen. Das muss man erst mal machen. Wie oft treten Sie auf am Tag? Also durchschnittlich 25 Mal. 25 Mal. Wie lange dauert Ihre Vorstellung? Im Schnitt 6,5 Minuten, so lang ist die Musik. Mhm. Daher ist es ziemlich fixiert. Wenn es regnet, mal ein bisschen kürzer. Oder wenn es richtig da ist, dann plaudere ich mit den Leuten noch, erzähle schon irgendeine Geschichte, bis ich merke, das hat sich jetzt gesammelt. Mhm. Aber im Schnitt 6,5 Minuten. Jetzt haben Sie mit der Ur-Ur-Großenkelin auch gesprochen. Wie sieht die den Schauer heute? Also ich meine, sie hat ja nun wirklich auch eine ganz lange Beziehung zu dem Schaugeschäft. Und wie sind Sie ihr begegnet? Also die Dagmar Noack Schichtl, ja, in ihr fließt ja noch echtes Schichtlblut. Sie ist zwar die Ur-Urenkelin, aber ich hatte zu der überhaupt keinen Kontakt. Und die war eigentlich an der Schichtl-Geschichte gar nicht so intensiv beteiligt. Ja. Und dann hat ihr Mann, der Werner, quasi eine Schichtl-Stiftung ins Leben gerufen, ja, um Künstlern zu helfen, die unschuldig in irgendwelche Probleme kommen. Und ich bin eigentlich durch Recherche zum Schichtl, weil das für mich immer ein Thema war, das ich nie vergessen habe, speziell in meinem Film Zeitreise München, stoße ich unter den Namen Schichtl quasi auf die Familie Noack. Ja? Die haben also die Schichtl-Stiftung ins Leben gerufen. Und da hat man gedacht, da rufst du mal an. Und dann meldet sich die Dagmar Noack. Und dann haben wir so geplaudert. Und dann hat sie mir erzählt, dass es ihr Urgroßvater war. Und dann hat es bei mir geschnackelt. Und haben gedacht, Mensch, das ist ja noch ein Fastzeitzeuge. Ja? Und dann haben wir uns getroffen und dann bin ich zu ihr rausgefahren. Und dann habe ich festgestellt, dass sie wirklich eine tolle Sammlung haben von Originalteilen aus der Zeit von Michael August Schichtl. Und das haben Sie auch in Ihrem Film verwertet, ne? Das habe ich natürlich verwertet, weil diese Stücke, die haben ja bisher 100 Jahre irgendwo im Keller geschlafen. Da habe ich gesagt, die müssen raus aus dem Keller. Das müsste man die Leute sagen. Der Schichtl muss wieder leben. Und diesen Ursprung, wie das alles entstanden ist, das beschreiben Sie auch sehr schön in Ihrem Film. Und da wollen wir noch mal reingucken. Die Ursprünge der Schichtls gehen nachweislich zurück bis 1680. Franz Schichtle. Er nannte seine Schaubude Schichtles Gockeltheater. Mit Hennen und einem Gockel war er gerade zu Gast in Wien. Der Ort wurde ihm zum Verhängnis. Die Stadt wurde von türkischen Belagerern eingenommen und verwüstet. Dabei ging aus das Schichteltheater samt Gockeln und Hennen unter. Es wären keine Schichtels, wenn sie die Bühnenbretter verlassen würden. Es folgen weitere Generationen in der Familie, die mit ihren Schaustellerbühnen quer durch das Land reisen. Ignaz Schichtl begibt sich ab 1820 als Instrumentenspieler auf mehrjährige Wanderschaft. 8 Instrumente gleichzeitig zu spielen, das macht ihm keiner nach. Mit seinem Esel ritt er bis nach Russland. Dort wird er von Banditen überfallen und ausgeraubt. Nur sein Fagott, das er als Gewehr auf seine Verfolger anlegt, rettet ihm das Leben. Weiter, haut's ab, ihr Banditen, sonst schieße! Glücklich in München ankommend, hat er die Nase voll von der Wanderschaft. Er bleibt hier und betreibt sein Theater in der Stadt und im Voralpenland.
In übernächster Generation führen 4 Schichtel-Enkelkinder die Schaustellkunst weiter. Johann, Franz August, Julius und Michael August Schichtel. Vorerst gehen alle 4 eine Geschäftsverbindung ein. Der Standort München. Das ist Ausgangspunkt von Tourneen durch ganz Deutschland. Franz August ist der Zauberer unter den 3 Brüdern. Er betreibt sein Varieté-Theater und bereist damit hauptsächlich Nord- und Mitteldeutschland. Johann Schichtel verblüfft sein Publikum mit Illusionen durch die Laterna Magica und den lebendigen, sprechenden Kopf. Michael August Schichtel, der jüngste von den 4 Brüdern, konzentriert seine Aktivitäten in und um München. Er führt das Theater dadurch alleine fort. Marionetten und Kasperlfiguren sind unter anderem seine Künstler. Spannend geht's jetzt weiter. Das Stadtgespräch wird präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe. Ja, liebe Zuschauer, mit Klaus Bichelmeier und Manfred Schauer unterhalten wir uns über den Schichtel vom Oktoberfest. Das ist das Schaugeschäft, wo der Manfred Schauer die Menschen einlädt, um sich anzuschauen, wie man einen Kopf kürzer gemacht wird. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Was gibt es denn da noch Spannendes eigentlich? Also, nachdem die Parade das erklärt hat, ist die Vorstellung folgendermaßen. Wir haben heuer 2 Künstler aus Kasachstan. Die bringen eine Nummer, in der sie das Publikum einbeziehen, auf die Bühne zu kommen. Das haben wir schon ab und zu mal gemacht. Es ist immer ein bisschen riskant auf der Wiesn, weil du weißt nicht, in welchen Promillezuständen die Leute sich befinden. Aber wir haben es immer ganz gut in den Griff bekommen. Und es kommt auch bei den Menschen an, wenn man sie charmant auf dem Arm nimmt, nicht verarscht. Das tut man nicht. Aber das kommt immer ganz gut an. Die Vorstellung dauert 5 bis 6 Minuten und da bringen wir die Leute zum Lachen. Weil außer zum Lachen kannst du die Menschen auf der Wiesn fast nichts in so einem Theater animieren. Zum Staunen bei 30 Fernsehprogrammen, die 24 Stunden senden, da sind wir nicht zuständig. Da kann man extra staunen, wie wir das durchstehen, die 2x100 Stunden Wochen. Dann den Schmetterlingstanz haben wir heuer auf Vakanz gestellt. Das heißt, primär eine Tanznummer mit einer Sängerin und also 2 Frauen auf der Bühne, die zu einer tollen Musik von Fox Club, das We Will Rock You, interpretieren. Und dann natürlich Ringo und Konsorten, die Mannschaft um die Guillotine, wie seit 145 Jahren. Haben Sie eigentlich in Ihrem Film thematisiert, dass es eigentlich für dieses ganze Schaugeschäft dann ganz eng wird, wenn der Moderator, also der Schichtel, Kopfschmerzen hat, heiser ist, nicht auftreten kann? Dann ist ja eigentlich diese ganze Veranstaltung erstmal auf Eis gelegt. Ja, also ich habe mir schon oft gedacht, ja, der Mann, der sozusagen die Leute animiert, zur Show zu kommen, ist eigentlich, sagen wir mal, jetzt der Manfred Schauer. Und damals war es also der Michael August Schichtel. Und da gibt es weder jetzt aktuell einen Ersatz, bin ich der Meinung. Und damals der Michael August Schichtel, der musste ja auch durchhalten. Er war quasi der Kopf der ganzen Showfamilie. Und anscheinend war er sich deswegen das auch bewusst. Und er hat sozusagen seine Show über 50 Jahre auf dem Oktoberfest durchgezogen, mit Erfolg, bis zum Schluss, wo er dann überraschend früh gestorben ist. Mhm. Herr Schauer, ich erinnere, war es letztes oder vorletztes Jahr, da haben Sie mal geschwächelt. Da ging es dann nicht mehr mit der Stimme. Und was spielt sich dann so in dem inneren Kopfkino ab? Das ist ein partielles Ableben. Das war 2012 und wir haben auch mal, wir beide, darüber ein Gespräch gehabt, also nicht nur darüber. Ich hatte Wiesn 2012 im Vorhinein wahnsinnigen Ärger um die Ohren und das war um die Aufbauzeit.
Und das hat mich derartig begleitet, dass ich eigentlich so, ich mache mich richtig fit für diesen körperlich, mental, meine Texte und alles. Und ich freue mich drauf. Ich war platt. Und dann bei den irrsinnig vielen Menschenkontakten, die man hat, also begrüßen, anfassen und das ist so. Und 12, 13 Stunden. Und dann hat es mir halt damit zum ersten Mal in 28 Jahren, hat es mir da 2 Tage die Füße von dem Bauch weggezogen. Und dann war ich 2 Tage zu Hause. Das, wer stand dann oben auf den Brettern, die die Welt bedeuten? Der Ringo hat mich dann vertreten, der es auch heute tut, wenn man irgendwie aus dem Grund ich nicht da bin und auch mal für ihn, er macht es ja gern. Damals war noch interessant, und das, weil wir zuerst darüber gesprochen haben, posthum, wird man dann erkannt als das München-Original oder das Talent. Ich habe da so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen, weil in diesen beiden Tagen ist mein SMS und E-Mails nicht stillgestanden. Wo ist er denn? Und das Netteste war, dass Bayern 3 morgens die Frühaufträge gesagt haben, er ist nur krank, er kommt vermutlich am Mittwoch wieder. Da merkst du schon, dass man irgendwie was macht, was vielleicht auch abgeht, wenn man es nicht tut. Selbstverständlich ist das so. Jetzt haben Sie das Thema schon mal angesprochen, der ist dann irgendwann mal gestorben, aber es ist ja noch jemand anderes gestorben und in Ihrem Film sprechen Sie dann da auch drüber. Wir schauen kurz mal rein, um danach dann das noch mal zu besprechen. 1910 hatte Papa Schichtl einen schweren Schicksalsschlag zu bewältigen. Seine Tochter Marile liebte er über alles und sie gab diese Zuneigung gerne zurück. 25. Oktober 1904. Den geliebten Eltern gewidmet von Marile Schichtl. Die Tochter sollte in absehbarer Zeit den Vater entlasten. Doch es kam ganz anders. Marile war 11 Jahre jung, als sie für alle ganz überraschend aus dem Schlaf nicht mehr aufwachte. Mit diesem gravierenden Ereignis konnte sich Papa Schichtl nie abfinden. Seit diesem Tag war er nicht mehr der Alte. Ob dies ausschlaggebend war für sein Herzversagen auf der Hochzeitsfeier seines Ziehsohnes Peppi Wölfle? Dort verstarb Michael August Schichtl im Februar 1911 viel zu früh. Michael August Schichtl war in München eine hoch angesehene Persönlichkeit. Die Trauerfeier versammelte Tausende von Münchner Bürgern. In Trambahn-Sonderwägen fuhren sie zur letzten Ehre zum Waldfriedhof. Ja, das war jetzt der traurige Teil der Sendung. Herr Schauer, jetzt muss man natürlich auch immer, wenn man da auf den Brettern steht, in einer guten Stimmung sein. Und wie schaffen Sie das? Ich meine, man ist ja mal nicht so gut drauf und mal ist man besser drauf. Wenn Sie da morgens aufstehen und mal nicht so gut drauf sind, aus welchen Gründen auch immer, wie bringen Sie sich wieder in gute Stimmung? Also, ich dann stehe vom Spiegel und sage, hurra, ich lebe noch. Da tut er teilweise schon Sachen weh, von denen hat man gar nicht gewusst, dass man sie überhaupt hat. Aber es ist auch, ich wiederhole es, die Mannschaft, das Schichtl-Kabinett, das macht Spaß mit diesen Leuten. Und dann nochmal die Reflexion vom Publikum. Also
wir alle merken, dass die uns mögen, die Leute. Das merkt man wirklich. Das einzige Bedauerliche ist, es ist halt so der Zahn der Zeit. Also wir haben so ungefähr Augenpeilung mal so aus den Erfahrungen heraus. Von den Leuten, die dann vor dem Zelt die Parade sich anschauen, gehen circa 18-20% rein. Und man, es ist so, es ist mal besser wie 5%. Natürlich haben wir 50% lieber, aber man muss einfach mal zufrieden sein können und dass ich die Kraft, die Energie und die Mannschaft habe, das zu tun, das ist doch auch schon was. Sie haben von den anderen Geschäften gesprochen, die es auf der Wiesn gegeben hat und die heute nicht mehr existieren. Es gibt nur noch den Schichtel. Warum glauben Sie, haben die anderen nicht überlebt? Okay, das waren ja alles nostalgische Geschäfte, ja. Zum Beispiel Frau ohne Kopf, ja. Das war also sehr sensationell. Oder irgendwelche der schwerste Mensch und so weiter. Und irgendwann waren diese Geschäfte nicht mehr attraktiv genug. Die Wiesn wurde immer schneller und heftiger. Und diese alten Showgeschäfte, ja, traten in den Hintergrund. Und es war auch dann sehr kritisch, wenn man quasi Werbung macht. Wir stellen seltsame Menschen zur Schau, ja. Also zur Schaustellung, das wurde ja dann ziemlich angegriffen. Der eine ist schwarz oder der andere. Haben gesagt, schau her, da ist ein Schwarzer, das ist ein Kannibale. Das ist natürlich aufgepauscht worden. Dann sind die Bauern gekommen, was, das sind Kannibalen. Die schauen wir uns an. Das waren keine Kannibalen, das waren einfach Schwarze. Gell? Und dann haben sie noch ein schönes Schild hingemacht, füttern verboten, ja, streicheln verboten. Das war natürlich sensationell. Aber gell? Als seltsamen Menschen besteht der Schichtel heute noch komplett. Ja gut, und man, der Schichtel mit seinen seltsamen Menschen ist ja das, was wir Urmünchner weiterleben wollen, nämlich die Nostalgie. Euch seltsame Menschen sehen wir gern, aber die seltsamen Menschen, die quasi sozusagen wie im Tierpark in Hütten gehalten genau. Wurden, ja, da gab es natürlich Kritik. Diese Völkerschau, die war ja furchtbar. Ja, zu Recht ist das zum Glück von der Wiesn verschwunden. Sie haben aber dann in Ihrem Film auch einen schönen Teil gemacht über den Manfred Schauer. Warum das überhaupt alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und da schauen wir uns auch einen kleinen Clip draus an. Erst 1985 dachte die Schichtlin an den Verkauf ihrer Bühne. Der Nachfolger war Manfred Schauer. Und vorher habe ich genauso geklebt wie jetzt, bloß anders. Ich war im Blumengroßmarkt in München mein Leben lang, habe nochmal gearbeitet wie der Andrea. Und dann ist mir 1985 der Schichtel passiert. Das war seit meiner Geburt das gravierendste Ereignis in meinem ganzen Leben. Und nichts hat mein Leben so verändert wie der Schichtel. Also, wie kam es zu dieser Veränderung im Leben? Das war nicht mehr als ein Versehen. Ich war in meinem Leben nicht im Schichtel und nie davor gestanden, nicht bewusst jedenfalls. Und im Februar 1985 hat der Spätzitz immer gesagt, du Manfred, der Schichtel war zum Kaufen, darfst du mitmachen? Ich sage, ja, zu zweit, okay. Und ich habe mir gar nicht gedacht, warum mag den sonst niemand? Ich habe angefangen mit null Ahnung, das habe ich heute auch noch, aber bis jetzt weiß keiner mehr. Jetzt spannt es keiner mehr, dass ich keine Ahnung habe. Das ist schon die halbe Mitte. Aus dem Ahnungslosen wurde inzwischen ein Fachmann in Sachen Show. Aber wie war der Einstieg? Albtraum. Also wirklich, ich wollte mir Mitte August 85 ein Vollbart wachsen lassen, weil ich geneist habe, ich muss mir auf die Bühnen aufstehen. Ich habe gemeint, gearbeitet habe ich schon und Personal habe ich auch gehabt, die mache das, ich schaffe auch und so geht's ja von wegen. Da hat sich dann rausgestellt, ich muss selber auf die Bühne, vom Rekommandieren null Ahnung. Mit null Ahnung auf die Bühnenbretter. Wie hat der neue Schichtel das empfunden? Ich habe fertig. Das war die ersten vier Tage grausam. Alle waren gegen mich. Das Personal, die haben gesagt, ah, da kommt einer, kauft sich uns jetzt anschaffen. Das waren also die Alten, die schon alle mitgespielt haben beim Schichtel. Habe ich einen sehr schweren Stand gehabt. Und dann bis zum Dienstag, am ersten Wiesn Dienstag 85, hätte ich meinen Anteil für 5 Mark abkaufen können. Und dann am Mittwoch in der Früh irgendwie habe ich gesagt, Manfred, so geht's nicht weiter, du blamierst dich bis in die Knochen. Und irgendwie, ich kann es nicht sagen, das ist wie, ja, ist mir ein Blitz aufgegangen und dann habe ich langsam reingefunden. Noch im Frack und Zylinder, da vorne noch mal ein Pudelhänger von mir, wie ich da stehe, wie der Schulbuhr. Mei, also wirklich Katastrophe. Aber ich habe gemerkt, aha, so kann es gehen.
Und eine Woche später, das ist der Oberhammer, war ich dann beim Thomas Gottschalk bereits in der Sendung, der neue Schichtl ist da. Auf geht's beim Schichtl! Können Sie denn, wenn Sie morgens aufwachen, immer noch sagen, wo der Manfred Schauer anfängt und der Schichtl aufhört? Oder umgekehrt, wo der Schichtl aufhört und der Schauer anfängt? Nein, das ist fließend. Das ist eine totale Verschmelzung geworden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch mich von meinem Geschäft Münchner Blumen Großmarkt 2005 getrennt. Das hat mehrere Gründe. Also, aber das hat auch schon immer ganz zusammengepasst. Aus Gründen immer. Also das, ich habe großen Respekt für Leute, die das betreiben und die Blumengeschäfte machen. Aber der Schichtl hat mich übernommen. Und ich bin es halt. Also wenn ich dort statt gehe, servus Schichtl. Und manche sagen, sie sind doch der Schauer, aber du bist der Schichtl geworden. War das immer so? War der alte Schichtl vor 100 Jahren auch für die Münchner der Schichtl und kein anderer? Okay, der alte Michael August Schichtl hat natürlich nicht die Medien gehabt, die wir heute haben. Ja. Es gab ja damals in den Zeitungen kaum Fotos. Es war ja damals, waren ja nur Zeichnungen und so weiter. Und erst wie der Schichtl dann gestorben ist, 1911, ja, gab es dann schon auch die ersten Fotos. Da waren ja die Zeitungen voll von diesem legendären Mann. Da haben die Münchner eigentlich erst erkannt, was sie für eine Größe gehabt haben, ja, hier im Münchner Raum. Es war ja damals, ich kann mich erinnern von Meldungen, da sind ja ganze Trambahnzüge zum Waldfriedhof hinausgefahren, ja, um sich vom Schichtl zu verabschieden. Ja. Manfred Schauer. Das erstmal, nein, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Das wäre viel zu früh. Und deshalb schauen wir uns noch mal ein Erinnerungsstück an, was auch in diesem Film vorkommt. Papa Schichtl hatte immer die Nase vorn, wenn Konkurrenten ihm seinen Erfolg nehmen wollten. Kurz vor seinem Tod gründete er noch eine Stiftung. In den 90er Jahren haben wir die ganzen Unterlagen vom alten Schichtl wiederentdeckt. Dabei stellten wir fest, dass Papa Schichtl eine Stiftung namens Licht im Dunkeln gegründet hatte. Dies veranlasste uns, den sozialen Weg des Ururopas weiterzuführen. Und so haben wir 2007 beschlossen, die gemeinnützige Michael-August-Schichtl-Stiftung zu gründen, die sich aus Spenden und Zustiftungen selbst finanziert. Die gesamte Familie Noack wird die Erinnerung an das Münchner Original am Leben erhalten. Ja, also wir finden das sehr gut, dass unsere Eltern das weiterführen und dass das halt nicht vergessen wird. Und ja, dass das auch vor allem bei unserer Generation halt noch fortgetragen wird. Ja, und das nach den Jahren, nachdem das Blut immer noch in unseren Adern fließt, von unserer eigenen Familie, ist Wahnsinn. Konrad Dreher, der große Mime vom Gärtnerplatztheater, sagte von Michael August Schichtl: Von meiner Kindheit an habe ich den guten Schichtl oft besucht. In seinem Heim, in seinem Wohnwagen und in seiner Zauberbude. Ich habe seine Leistungen bewundert als Direktor, als dummer August, als Magier und als Trommelvirtuose. Er hat mich immer entzückt. Aber am meisten bezauberte er die Menschen durch seinen Blick. Solch schöne, treue und lebensfrohe Augen, wie er sie hatte, hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen und werde sie auch nie mehr wiederfinden. Er war die Seele des schaustellerischen Teils des ganzen Festes. Guck mir jetzt mal die Augen von dem Manfred Schauer an. Ja, hat was. Also, würden Sie dem Schichtl empfehlen, das Programm großartig zu verändern? Nein, es soll so bleiben, wie es der Manfred Schauer jetzt hier weiterführt. Und ich darf sagen, liebe Münchner, wenn wir schon unseren Schichtl-Nachfolger haben, geht's nauf aufs Wiesen. So ein Schichtl erlebt es nur einmal. Dankeschön. Das ist aber sehr nett. Danke. Damit muss man jetzt leben.
Ja, also mir bleibt dann auch nur übrig, also eine erfolgreiche Wiesn zu wünschen. Schönen Dank. Dass möglichst viele in das Theater hineingehen. Man kann das immer schon ab Mittag sich anschauen, nicht? Wir sind da von durchschnittlich von 12 bis halb 12 Uhr nachts. Ja, das muss man erstmal hinkriegen und so lange dort draußen bei Wind und Wetter, bei Sonne und eben bei allen klimatischen Gegebenheiten, die es ja bei der Wiesn gibt. Deshalb haben die Verkäufer von Trachten und so auch immer ein gutes Geschäft, weil während des Oktoberfestes ist von heiß bis kalt, von Schnee bis 30 Grad alles drin sein kann. Und deshalb wünsche ich uns allen eine schöne Wiesn. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, Ihnen beiden fürs Kommen. Bleiben Sie dran, es bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. München sehen und erleben. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe.